Hallo zusammen und Damen, herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsels über ein Meer Helvebel Challenge. Im letzten Part haben wir es geschafft, wir haben die Hauptstory zu Ende gebracht und den Frieden zurück nach Almia gebracht. Und letztendlich ist es so, dass Let's Play ist ja noch nicht vorbei. Wir haben ja letztendlich noch ein paar Missionen vor uns, aber bevor wir uns die im Ranger entstellen, wollen wir noch kurz ein bisschen weitermachen in der Hauptstory, denn wir sind ja noch Rang 9, wir wollen uns das schon befördern lassen. Ich will aber ganz kurz erstmal in Ranger-Netz gehen, damit ihr schon mal wisst, was überhaupt auf uns zukommt noch, denn es sind ja nicht mehr viele Parts, die jetzt noch folgen werden. Und zwar entsprechend, muss ich jetzt mal kurz schauen, neue Missionen spielen. Da haben wir jetzt nämlich die Übersicht zwischen Spezial- und Zusatzmissionen und das sind die beiden, die wir jetzt jeweils machen werden. Und zwar haben wir diese Mission, also ich habe ja dieses Spiel ja schon mal gespielt letztendlich und wir können normalerweise alle Missionen immer wieder wiederholen, nur nicht diese erste hier, hol das mal Naffi-Ei zurück. Habe ich einmal gespielt und die können wir leider nicht mehr zeigen innerhalb dieses Spiels. Insofern werden wir diese beiden hier auf jeden Fall spielen an den Spezialmissionen. Und entsprechend die zwei Zusatzmissionen hier, die schon ein bisschen spoilern letztendlich. Das werden also die vier Missionen sein, die wir noch vor uns haben. Werden also, wie ich vermute, noch mindestens vier Parts also dauern. Weil ich sagte, dass wir pro Mission eigentlich einen Part nutzen. Wird doch ungefähr von der Länge her passen. Aber na gut, das werden wir uns entsprechend später angucken. Ich weiß nicht, ob wir heute noch eine Mission schaffen. Ich vermute mal nicht. Wir gehen aber erstmal ins Spiel und lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. So, die Frage ist, wo landen wir? Großer Bruder? Wach auf! Huch, du bist leichter aufgewacht, als ich gedacht hätte. Tja. Hey, großer Bruder, noch schläfrig? Operation Domino war schon vor einer Woche, aber das Allman-Journal schreibt immer noch darüber. Das war wirklich etwas ganz Besonderes, oder? Wir haben jetzt eine Woche durchgeschlafen, das ist ja auch schön. Na gut, wird das nicht stimmen, aber immerhin. Wir haben dann wahrscheinlich einfach nur mal eine Woche Urlaub genommen. Das Almia-Journal, Nummer 13. Top Ranger rettet Almia. Alter GmbH war Team Nachtschatten. Präsident Schralemann, der Drahtzieher. Altertum als riesiger Conquista in Tat. Ein herzliches Danke an alle Ranger. Sehr schön, so muss es laufen. Finde ich interessant, was die da für ein Bild von mir da oben haben, klar. Einmal das Bild, als ich von Richtung Darker gegangen bin, was keiner hätte sehen können, weil wir waren ja in der Finsternis verschlungen. Andererseits auch ich auf dem Dodo, was in der Situation eigentlich nie der Fall gewesen ist. Egal, das Bild hat niemals war niemals da, hat niemals existiert. Ist jetzt auch egal. Mutti hat unten nach dir gerufen. Da komme ich mit. Ich finde es sehr schön, dass sie in ihrer Ganganimation wirklich immer anders animiert ist als andere, weil sie rennt ja richtig, aber geht eigentlich. Zumindest sieht es so aus, als würde sie rennen. Kann man ja nicht ändern. Oh, hallo, guten Morgen. Ich heiße nicht guten Morgen, ich bin Marek. Na gut, Capco heiße ich ja offiziell, ne? Hast du dich wieder geweckt? Ja. Ich hätte eigentlich gesagt, dass dich noch ein bisschen schlafen zu lassen. Es liegt einfach nur daran, dass sie selbst so eine Frühaufsteherin ist, glaube ich. Tja. Hihi. Die Vorsitzende Gerda hat angerufen. Sie möchte dich in der Vereinigung sehen. Haben wir ein Telefon hier? Oder, wahrscheinlich über Handy, vermute ich mal. Aber die Frage ist, wie kommt sie an die Mobilnummer von unserer Mutter? Egal. Sie hat aber gesagt, dass es nicht eilt. Ich frage mich, worum es wohl geht. Es muss sich gut anfühlen, gebraucht zu werden. Ja, fühle ich jetzt schon die ganze Zeit. Im gesamten Let's Play. Pass auf dich auf. Jo. Dann geht's mal hin zur Ranger-Vereinigung. Werden wir jetzt hin teleportiert? Ja, sehr schön. Das macht natürlich einfacher. Ich nehme an, dass du ausgeruht bist. Die Reparaturen im Hauptquartier haben länger gedauert, als wir angenommen hatten. Aber jetzt ist es soweit. Ah, okay, deswegen hat es natürlich auch so lange gedauert. Captain Moon, Anerkennung deiner Leistungen während Operation Domino befördert dich hiermit in den Ranger Rang 10. Sehr schön, Leute, damit haben wir sie. Jeden Rang voll, wir sind Rang 10. Sehr schön. Captain reicht Ranger Rang 10. Aber da passiert nichts Neues mehr, ne? Nee. Ich habe außerdem ein kleines Geschenk für dich, Capco. Bin ich mal gespannt. Ich habe schon eine Ahnung. Ja, Capco hat etwas von der Vorsitzenden Gerda erhalten. Dies ist deine Zugangskarte zur Fangarena. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Die werden wir aber nicht machen, vermute ich mal. Weil ich habe das anders ja beschlossen, nach der Hauptstory eben die Nebenmission zu machen. Insofern wird das nicht unser Bereich sein. Die Fangarena ist ein Ort, an dem du deine Fähigkeiten testen kannst. Geh ruhig hin und probiere es aus. Ja. Wo sie sich befindet? Nun, lassen wir dich doch mal danach suchen. Das wäre wie ein Spiel, so zur Abwechslung, meinst du nicht? Ich gebe dir aber einen Hinweis. Sie ist irgendwo auf dieser Welt. Ja, vielen Dank. Gerade du solltest eigentlich die wenigsten Probleme haben, sie zu finden. Wo wir gerade dabei sind. Auch wenn der Altru-Zwischenfall zu einem guten Ende gekommen ist, sind die Aufgaben eines Rangers niemals beendet. Er hat weiterhin die Verantwortung für den Schutz der Natur und der Pokémon. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Herausforderung, die bisher noch niemand je bestanden hat. Das Verzeichnis vollständig zu füllen. Vielleicht willst du dich ja daran versuchen. Tja, mal gucken. Und noch etwas. Du kannst im Erdgeschoss dieses Hauptquartiers deine Ranger-Info einsehen. Könnte ein Blick wert sein.
Man kann immer auch immer wieder neues an Orten entdecken, an denen man schon gewesen ist. Ja, jetzt tauchen da nämlich viele Pokémon auf, wo die vorher noch nicht gewesen sind letztendlich. Und die wird man auch brauchen. Denn eigentlich hat man hier jetzt noch ganz viel zu tun. Man kann auch viele Aufträge machen, was wir nicht dürfen. Insofern wird das für uns uninteressant sein. Aber an sich ist das Postgame eigentlich recht okay. So, und jetzt sind wir letztendlich da. Und guck mal, hier sind hier schon die ersten Aufträge. Aber man ist blockiert, da lang zu gehen. Das finde ich natürlich auch blöd. Aber nun gut, da ist es so. Was ich jetzt nochmal machen würde im heutigen Part, damit wir überhaupt irgendwas haben, ist erstmal mal zu schauen. Erstmal die Fangarena suchen wir einfach mal auf. Wir machen die nicht, weil das würde eh viel zu lange dauern. Das würde da wirklich mehrere Parts drin füllen. Das soll nicht Inhalt dieses Let's Plays werden. Wir werden aber nur danach suchen und ich glaube, ich weiß auch schon, wie wir die Chance nutzen können, das auch zu finden. Da muss ich aber selber kurz überlegen. Ansonsten ist eigentlich nicht mehr viel zu tun. Selbst Solara ist hier, auch schön. So, Staraptor, komm mal her, wir werden dich brauchen. Und jetzt muss ich selber kurz überlegen. Also ich weiß ja selber auch ganz gut, mit wem wir letztendlich da zur Fangarena kommen können. Und ich glaube, ich weiß auch, wo wir dieses Etwas, diesen jemanden finden können. Deswegen fliegen wir rasch mal schnell Richtung Haruba-Wüste. Da würde ich gleich mal gucken. Und mal schauen, was dann dabei rauskommt. So. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was wir noch tun könnten, theoretisch in diesem Part. Das weiß ich nicht. Buteros-Tempel ist hier das Haruba-Dorf. Da fliegen wir einfach mal hin. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wir werden einfach schon mal die erste Mission anfangen. Würde ich das mal sagen. Und mal gucken, ob wir das auch entsprechend schon beenden können. So, wir sind wieder hier. Sehr schön. Jetzt muss ich hier aber nur kurz mal gucken. Wow. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber der Sturm war gerade so stark, dass mein Fenster wieder zugegangen ist. Von selbst. Das ist mir noch nie passiert. Dabei brauche ich eigentlich ein bisschen Luft, weil es wird hier ganz schön warm hier drin, wenn ich ehrlich bin. So, weil von hier aus, von Marubodorf, müssten wir jetzt eigentlich hier nach unten gehen können. Da sollte jetzt unser Freund warten. Ja, da ist Wailord. Sehr schön. Perfekt. Das Wailord scheint dich unbedingt zur Fangarena bringen zu wollen. Bist du einverstanden? Aber sehr, sehr gerne, mein Freund. Nimm mich mit. So. Und selbst die Animationen sparen sich. Das ist ja auch schön. Wie wir losfahren. Na gut, aber danach ist es eben so. Schon mal schön, dass wir so diesen Weg finden. Ich meine, das ist sonst echt schwer, die Fangarena zu finden. Weil so, wo soll man denn suchen? Dankeschön, Wailord. Vielen Dank. So, nur dass ihr auch wisst, wie man die findet. Und jetzt letztendlich sind wir schon da gelandet. Bei der Fangarena. Sieht schon mal cool aus, wenn ich ehrlich bin. So. Und da gibt es sogar einen Staraptor. Perfekt. Sehr schön. Ja, und letztendlich sind wir da. Ich gehe mal ganz kurz rein. So. Epische Mucke. Und hören uns das mal ganz kurz an. Aber hören auch entsprechend gleich auf und starten dann mit der ersten Mission. Willkommen in der Fangarena. Ist das dein erster Besuch? Dann muss ich deine Zugangskarte prüfen. Perfekt, danke Capco. Du kannst nun eintreten. Da du zum ersten Mal hier bist, soll ich dir erklären, was die Fangarena ist. Na, nicht unbedingt. Das werde ich jetzt noch ganz kurz skippen, weil das ist nun wirklich nicht so wichtig. Ich kann kurz sagen, wir müssen hier entsprechend ihre Fangprüfung machen, bis letztendlich der große Boss am Ende kommt. Und das ist gar nicht mal so einfach tatsächlich. Vor allem, wenn wir nach unseren Regeln spielen. Insofern ist das aber letztendlich für uns auch egal. Kostet zu viel Zeit. Gut, dann würde ich an der Stelle mal sagen, wir beenden das Ganze mal. Aber ich werde das jetzt mal live machen, weil da oben kann ich ja speichern. Das werde ich jetzt ja schon mal tun. Dann fällt mir ein Touchpin auch noch runter. Perfekt. So, speichern wir doch einmal. Und dann werde ich jetzt kurz einen Cut machen. Dann sehen wir uns gleich wieder im Hauptmenü, Leute. Und dann kann es auch schon weitergehen mit der ersten Mission. Ich muss überlegen, in welchen Bereich wir gleich reingehen. Also, bis gleich. So Leute, und da bin ich jetzt auch schon wieder. Wir sind jetzt wieder im Ranger-Netz und jetzt musste ich mir erstmal kurz überlegen, ob wir zuerst die Spezialmission und dann die Zusatzmission machen. Ich würde aber mal tatsächlich sagen, wir gehen erstmal Richtung Zusatzmission, weil wir das ganze Let's Play dann mit einer bestimmten Spezialmission noch beenden können, dachte ich mir. Insofern starten wir mit Dialga im Schlottertal und das ist tatsächlich schon mal keine einfache Mission. Die werden wir auch in diesem Part nicht ganz schaffen, ist aber auch nicht so schlimm. So, Dialga ist aufgetaucht, hat Professor Hastings hier geschrieben. Seine Anwesenheit hat eine Verzerrung des Zeitflusses zur Folge, deren Epizentrum das Schlotterteil ist. Begib dich zum Schloss Eimir und fange es. So, möchtest du die Mission starten? Während der Mission ist Speichern nicht möglich. Das ist natürlich super. Ich würde mal sagen, wir machen es einfach mal. So. Hey, großer Bruder, die Sonne geht auf. Großer Bruder, wach auf. Großer Bruder, es ist schon Morgen. Es ist schon Mittag, es ist schon Abend. Morgen, 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 Mittag, Abend, dir, Mummel, Mummel, hier ist Lia. Was? Okay. Das war merkwürdig.
Keine Musik. So ist natürlich eine Mission sehr interessant, wenn sie so startet. Gar keiner mehr da. Auch gut. Hallo? Ein Polizist. Und da unten ist er nicht mal. Oh, das ist auch gar kein Polizist, ein Hausverwalter. Hey, du da! Wie bist du hier reingekommen? Hast das Schild nicht gesehen? Das Haus wurde bereits an eine nette Familie verkauft. Sie zieht bald ein. Du bist hier ohne Erlaubnis eingedrungen. Ah, okay. Das bedeutet. Und das ist dieses Thema Zeitfluss. Einfamilienhaus verkauft. Und hier ist noch nicht mal ein Weg nach unten, wo eigentlich normalerweise der Strand sein müsste. Wir sind auf jeden Fall in die Zeit zurückgereist, wie es aussieht. Zu vermieten. Okay. Auch. Gut, das ist natürlich interessant. Capco! Oh, eine alte Bekannte. Oder, ja, sehr, sehr alt quasi. Oder neu. Bin ich froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Das ist alles völlig verrückt, was? Ich kann mir das auch nicht zusammenreimen. Wir müssen sofort zu Schloss Eimer zurückkehren. Ja, was denn passiert jetzt, die Frage, ne? Oh, deine Familie ist verschwunden? Naja, klar, hast du es noch nicht kapiert? Wir sind irgendwie in die Zeit zurückgeschickt worden. In eine Zeit, bevor deine Familie nach Schikulin gezogen ist. Du scheinst dich immer noch nicht zu erinnern. Dann müsst du nochmal zurückgucken, quasi. Oder in die Zukunft? Capco, du und ich sind zu Schloss Eimer gegangen, um die Alga in Schutz zu nehmen. Wir hatten das Jäger schließlich tief im Inneren des Schlosses entdeckt. Als wir es fanden, entdeckten wir, dass es verletzt war. Okay, das klang auch nach Dialga. Auch ein verletztes Dialga ist immer noch ein legendäres Pokémon. Ich glaube nicht, dass es so einfach von uns fangen lassen wird. Oder sich fangen lassen wird. Aber es ist nur zu seinem eigenen Wohl. Lass uns doch mal versuchen, es zu fangen. Okay. Ein Erdbeben. Oder auch nicht. Was? Was ist das? Hat das Dialga diese Attacke? Den Zeitenlärm? Ah, es ist so hell. Ja. Und das war wohl der Moment. Nasupi. Das ist geschehen. Erinnerst du dich jetzt daran? Lass uns zurück zum Schloss gehen. Ich mache mir Sorgen wegen seiner Wunden. Wegen meiner auch vielleicht. Und noch wichtiger, wenn wir das nicht wieder hinbekommen, werden wir nicht mehr zurück in unsere Zukunft kommen. Ach ja, das solltest du besser haben. Und das ist. Du hast den Batonagefangkomm erhalten. Oh, das ist sehr lieb. Er muss runtergefallen sein, als dich die Attacke von Dialga getroffen hat. So, okay, ja, sehr schön. Jetzt sehen wir auch wieder was. So. Gut, es ist alles ein bisschen bizarrer geworden, aber unsere Mission läuft wieder. Capco begibt sich auf eine Mission. Jawohl. Und es heißt, Zusatzmission Dialga im Schlottertal? Tja, dann müssen wir da wohl hin. Mit Zeit zu fliegen. Nimmst du mich mit? Ja, sehr nett. Und damit geht's direkt zu Schloss Eimia. Und das sogar mittendrin, das finde ich umso besser. Was aber interessant ist vor allen Dingen, ist es ja, wir sind jetzt in der Vergangenheit, das heißt, das Schloss sieht auch ein bisschen anders aus, als wir es eigentlich kennen. Ich glaube, wir können in unsere Zeit zurückkehren, wenn wir das Jäger fangen. Diesmal müssen wir Erfolg haben. So. Oh, und da hat es bereits geschrien. Nicht gut. Nu, das Jäger ruft. Es klingt, als ob es Schmerzen hätte. Beeilen wir uns. Gut. Wenn ich jetzt schnell genug bin, könnte ich das vielleicht noch in diesem einen Part schaffen. Guck mal, hier ist alles voller Schnee. Und hier ist das noch zu. Stimmt, das haben wir damals ja mit Traum. Quasi wirklich damals mit Traummagie gemacht. Jetzt müssen wir es ja nochmal tun. Das ist ja die Zeit davor, logischerweise. Das heißt, wir müssen erstmal hier lang. Und sollten dann hoffentlich direkt zu Dialga kommen. So. Die eigentliche Schwierigkeit ist aber folgendes. Und das wird dann im Kampf sein. Au! Ja, einerseits Nibuna. Okay, wir brauchen Feuer, Leute. Ohne geht's ja so oder so nicht. Das richtig schwierig sein wird. Und ich werde es jetzt einfach schon mal vorab erwähnen. Dialga kann im Kampf, das ist auch wirklich was Besonderes, dafür sorgen, dass sie nochmal in die Zeit zurückgehen. Und zwar nicht, ohne dass der Fangversuch abgebrochen wird. Das bedeutet, wenn wir Dialga nicht schnell genug fangen, müssen wir die Mission nochmal komplett von vorne anfangen. Und das ist schon etwas schwierig. Ich hätte das tatsächlich nämlich damals anders designt, hätte eher gesagt, okay, man kann, wenn man sich richtig schnell genug gefangen hat, sagen, dass er uns nochmal in die Zeit zurückschickt, da, wo wir gerade dabei sind, ihm wieder zu begegnen. Also, dass wir den Fangversuch einfach nochmal von vorne machen. Das ist okay. Aber nicht unbedingt den ganzen Weg, den wir jetzt hier gerade machen müssen. Oh, die Tür ist verschlossen. Das ist super. Gibt es denn noch einen Vulpix hier zufällig? Irgendwas mit Feuer. Habe ich da was übersehen? Müssen gleich mal gucken. Ja, hier war noch eins. Okay, dann habe ich das übersehen tatsächlich. Gut. Aber wenn wir schnell genug sind, weil ich konnte jetzt noch nicht vorab einschätzen, wie lange das Ganze dauern wird, können wir letztendlich dafür sorgen,
Und dass wir schon in diesem Part die Jaiga mit dieser Mission entsprechend dann schon bezwingen können. Und ich will hoffen, dass wir es direkt beim ersten Mal schaffen. Sonst wird es etwas, naja, schwierig. Sagen wir mal so. Gut, Vulpix ist auch gefangen, sehr schön. Und dann sollten wir jetzt erstmal die beiden Säulen da wieder in Flammen kriegen. Und dann das Traumagel daraus holen. Wir wissen ja, dass es da ist. Also wollen wir hoffen, dass es in der Vergangenheit auch so war. Und das Apollo direkt in uns rein. Super. Perfekt. So, dich brauche ich jetzt aber mal nicht. Lass mich raus. Das wäre ganz nett. So. Snipuna, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Erstmal so. Vielleicht kommen wir da irgendwie dran vorbei. Haben wir Snipuna überhaupt schon mal gefangen? Ich weiß es nicht. Fackel wurde angezündet. Perfekt. So, Schuss. Okay, es sieht uns nicht. Leider sieht uns das Apollo. Das ist jetzt ungünstig. Okay, das geht mir jetzt gerade schlicht einfach auf die Nerven. Ich kann auch so Vulpix nicht... Oh Gott, okay, ich wieder raus. Meine Güte. Mein Hals juckt auch gerade ein bisschen. So, kann ich von hier aus gerade vielleicht... Nee, kann ich nicht. Und sie wundert greift einfach mal aus Frust erstmal die Wand an. Das ist ja natürlich auch okay. Nein, scheiße, ich kann das Ding nicht anklicken. Vulpix, bleib stehen! Vulpix, bleib doch mal bitte stehen! Okay, das war daneben. Ich krieg das Vulpix nicht zu fallen. Ah! Endlich! Meine Güte. Das war jetzt ja eine schwierige Geburt. So, Fackel angezündet, perfekt. Tschüss, Sikorsky, lass mich jetzt hier durch, bitte. Tür ist offen, danke. Boah, Gott. So, und ein Reitschuh zum Aufladen, das finde ich gut. Das werden wir auch benutzen, sobald wir hier fertig sind. Und dann wird hoffentlich das alles erledigt sein, dass wir dann zu der Jäger kommen können. Das ist zumindest sehr schön. Okay, ich dachte schon. Das war schnell. Okay, gut. Da musste ich jetzt mal kurz Gas geben, bevor mich das Ding nochmal angreift. Ich hätte jetzt Aufladung 2. Das musste ich jetzt mal nutzen. So. Sehr schön. Reitschuh fange ich direkt mit da hinterher. Damit wir uns entsprechend nochmal ganz kurz aufladen können. Oder kurz vor Dialga entsprechend. Okay, gut. Ich würde wahrscheinlich wirklich vorschlagen, wenn ich jetzt noch Gas gebe, machen wir einfach diesen, die gesamte Mission noch in diesem Part. Das ist vollkommen in Ordnung. Das sollten wir hinbekommen. Gut. So, damit gehen wir jetzt erstmal weiter. Und schauen mal, wie weit wir kommen. So, und bitte geht mir nicht auf den Sack, Jungs. Das ist eine echt schlimme Kombination. Einer, der sich teleportiert. Oh Gott, und einer, der einfach nicht locker lässt, indem er grundsätzlich mich immer angreift. Die Kombination möchte ich ungern haben. So. Jetzt sind wir schon mal da. Deshalb kann ich mich hier bitte auch in Ruhe lassen. Das Quickel bitte auch. Das wäre ganz lieb. Was ich jetzt mal ganz kurz testen will. Wir können natürlich nicht speichern. Ich würde dir ganz kurz gerne wissen, was hier die Maschine sagt, wenn wir gleich speichern wollen würden. Bin ich gespannt. So, das ist erledigt. Und tschüss, Traumagel. So, auf dem Bildschirm ist Anpassungen werden vorgenommen zu lesen. Alles klar. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier in dem Eisbereich. Okay. Das Dialga ruft. Es muss Schmerzen haben. Ja, dann lass uns mal losgehen. Oha. Das ist ein ganz anderes Rätsel hier, weil wir den Pokémon ausweichen müssen irgendwie. Aber gut, dass wir sie nicht zwangsweise fangen müssen. So. Lasst mich bitte hier nur kurz durch. Ich möchte nur die Dialga fangen. Mehr will ich nicht. Ich will hoffen, dass es mir gelingt. Oha, das gibt Gas. So, okay. Ah nein, na super. Hier oben ist es. Der Raum von Dialga. Na, perfekt. Dialga ist durch seine schmerzhafte Verletzung sehr aggressiv. Der Fangversuch muss sanft und schnell ablaufen, um erfolgreich zu sein. Ja, das ist wohl wahr. Aber erstmal müssen wir diesen Eisblock hier loswerden. Also brauchen wir einen Vulnona. So, und das war beim letzten Mal noch auch links, oder? Oh Gott, lass mich in Frieden, bitte. Oh, hier ist ein Riolu, ist natürlich auch schön. Hundemon. Du warst ein 2. Okay, hat sich das damit erledigt? Dann muss ich nach rechts. Weil wir haben bis jetzt ja rechts eigentlich alles abgesucht. Es gab kein Vulnona in der Richtung. Ich hänge fest an diesem Einzapfen. Ja, bleib da, wo du bist. Ich komm nicht weg! Sag mal. Natürlich eine blöde Hitbox quasi. So, wenn ich jetzt von so aus komme... Oh. Lass mich raten. Ja, ich hätte jetzt Hundemon gebrauchen können. Nein, 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 nein. Ich muss kurz ausweichen hier. Gut, wird sich noch ein bisschen hinziehen mit dem Part, dann muss ich wohl Hundemon auch nochmal kurz fangen. Au!
Deswegen habe ich mich noch nicht mit Raichu geheilt. Hat sich schon mal gelohnt. Hundemann, komm her. Nervisch. Lalalalala. Übrigens, umso mehr freue ich mich auf den nächsten Part, den wir haben werden. Wenn es dann um Palkia gehen wird. Weil das ist eine sehr, sehr coole Mission, wie ich finde. Eine der coolsten, die hier auch eingebaut worden sind. So. Das ist erledigt. Sehr schön. So. Hundemann, komm mit. Sneebunner, geh weg. Sehr gut. So, den ganzen Weg nochmal durch die Hölle hier. Ich hänge schon wieder fest. So, siehst mich nicht. Siehst mich nicht, sagte ich. Siehst mich auch nicht. So. Ach, komm her. So. Ich muss immer wieder nach unten gucken, weil sonst weiß ich nicht, ob ich richtig treffe und ob ich richtig ziele. Das ist dann ziemlich immer unpraktisch. So. Das ist erledigt. Gut. Insofern finde ich das an sich gut gemacht, dass man in die Zeit zurückreisen konnte, damit der Ort ja auch anders aussieht entsprechend. Damit bin ich alles doppelt nach. Jetzt ist Volnuna hier direkt am Bett. Das ist natürlich auch schön. Gut. Aber sobald wir Volnuna jetzt haben, sollten wir eigentlich auch schon bei Dialga sein. Okay. Aber das hasse ich natürlich am meisten. Nein. Okay. Ungünstig. Gehst du weg? Ja. Okay. Aber wir haben seit Ewigkeiten jetzt mal die Leiste wieder voll. Sehr schön. Die werden die ja trotzdem nicht benutzen. Aber trotzdem gut. So, ja, Rang C ist mir jetzt auch egal. Wir haben die Hälfte unter Lebenspunkte weg. Und jetzt bringe ich nochmal eine Raichu rein. Okay, ich werde mich trotzdem nochmal heilen. Man weiß ja nie. Ja, komm her. So, perfekt. Wir sollten jetzt eigentlich gewappnet sein, dass wir uns die Jagd stellen können. So soll es sein. So. Sehr schön. Gut, ein Raichu nutze ich jetzt schon mal. Haben wir es schon mal gemacht. Bitte einmal aufladen. Bin ich sogar fast wieder voll. Sehr schön. So, die Energie werden wir nicht auch gegen Dialga auf jeden Fall brauchen. Und wir müssen fucking schnell sein. Wirklich schnell. Und was hier Volara meinte mit sanft fangen, weiß ich auch nicht. Weil, wie soll man sanft ein Pokémon fangen? Oder kann man es brutal auch einfangen? Kann ich euch nicht sagen. Mein besten Willen nicht. Ist aber auch egal. So, bitte einmal niederbrennen. Das wäre ganz lieb. Und dann halte ich mich kurz nochmal mit Raichu. Weil wir haben ja die Eislandschaft hier auch überlebt, ohne nochmal Schaden zu kriegen. Perfekt. So, Raichu, bitte einmal aufladen, da bin ich ganz voll. Dann können wir uns Dialga entsprechend entgegenstellen. Und dann ist mir der Schaden, den wir von Dialga kriegen, auch vollkommen egal. Hauptsache, wir kriegen das einfach hin. So, und da ist es nun. Da ist Dialga! Ja, man sieht es hier durch einen Spalt gekommen. Das arme Ding. Ich frage mich, wodurch es wohl so verletzt worden ist. Tja, Dialga, wir wollen dir helfen. Ja, dann würde ich mal sagen, auf und davon. Wenn es Dialga zu sehr leidet, wird es vermutlich seinen Zeitlärm einsetzen. Passiert das, werden wir wieder in die Zeit zurückgeworfen. Wir müssen es rasch fangen, bevor es seine Fähigkeit einsetzt. Viel Zeit bleibt uns nicht. Punkt um. Also los. Ja, krieg gefangen, dass Dialga, sobald du bereit bist. Ja, bin ich. Ja, und da hat sie es recht getan. Wir haben keine Zeit. Dialga hat sie schon. Und jetzt müssen wir uns fucking beeilen. So. Und da ist der nächste Boss. So. Hier ist Dialga. Los geht's. So, und jetzt wird Gas gegeben. Egal was kommt. Direkt schon mit dem Hyperstrahl. Einfach reinhauen. Nochmal Hyperstrahl. Ja gut, mach ruhig. Ich mache jetzt doppelte Aufladung, weil da bin ich doch deutlich schneller. Komm schon. Nein! Oh Gott, das war knapp. Diese drei Ausrufezeichen hätten uns das fast gekostet. Oh, wir haben es geschafft. Huh, weil das ist die Zeitlärmattacke gewesen. Das wäre sie gewesen. Huh, Dialga. Es kontrolliert die Zeit und verschließt einen mächtigen Strahl aus seinem Maul. Gott sei Dank. Und das war eigentlich auch sogar eigentlich perfekt, wenn man echt ehrlich ist. Und das ist ein Level-Up. Trotz dessen Level 41, Power plus 5, Energie plus 2. Wir können also quasi mit unserem Stand ja so weiterspielen. Sehr schön, Leute. Damit haben wir das geschafft. Wunderbar. Diesmal hat es funktioniert. Dialga beruhigt sich endlich. Sehr schön. Es hat eine schlimme Wunde am Bein. Lass mich das behandeln, Dialga. So. Aber Dialga, wie verletzt sich denn ein Pokémon wie du? Du musst auf einen über ebürtigen Gegner gestoßen sein. Könnte das denn wohl sein, Leute? Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Die Wunde wird bald verheilt sein. Sehr schön. So, da kannst du wieder in deine Zeit zurück. Tschüssikowski. Und da ist es weg.
So, und dann sollte das Portal auch langsam verschwinden. Sehr schön. Und dann wäre das erledigt und wir hoffen, dass wir jetzt erstmal in unsere Zeit zurückkehren. Das wäre am schönsten. Aber ich glaube, es wird sich jetzt erledigen. Oder? Na, ich bin mir nicht sicher, in welche Zeit die Alge zurückgekehrt ist. Aber wir sind wieder in unserer Zeit. Aber sind wir wieder in unserer Zeit? So rum? Ja, ist ja nicht passiert, oder? Oder? Okay. Voicemail, Voicemail! Hastings hier! Eure Signale waren ungefähr 10 Sekunden lang von unserer Monitoren verschwunden. Was ist passiert? Seid ihr beide in Ordnung? Ihr müsst jetzt die Jäger so schnell wie möglich fangen. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Außerdem hat Capco das Jäger gerade eben gefangen. Was? Das ist unglaublich! Das war ein unglaublich schneller Fang! Das muss irgendein Rekord sein! Nee, war es ja eigentlich nicht. Es hat ja lange gebraucht mit dieser Mission letztendlich. Wahrscheinlich ein paar Jahre? Weiß ich nicht. Nach eurer Rückkehr zur Vereinigung will ich in allen Einzelheiten informiert werden. Bis dann! Herr Professor Hastings, das liegt vermutlich daran, dass es eine Zeitverschiebung... Er hat schon aufgelegt. Naja, das soll mir auch recht sein. Dann ist es eben ein unglaublicher Rekord. Ist ja auch egal. Natürlich werden wir nie wirklich wissen, wie lange genau der Fangversuch gedauert hat. Trotzdem Mission geschafft. Wunderbar, Leute. Mission ist geschafft und damit letztendlich auch der Part beendet für heute. Und jetzt sind wir entsprechend auf den nächsten Part gespannt. Es schneit wieder. Ich dachte gerade, dass es hier kühl ist. Sieh mal. Aber wir sind auf jeden Fall in unserer Zeit wieder da. Capco, dank dir sind wir wieder in unsere eigene Zeit zurückgekehrt. Vielen Dank. Sehr schön, Leute. Das wär's damit. Es geht noch ein bisschen länger tatsächlich. Aber Spiel wird gespeichert, Mission ist beendet und das war die erste Zusatzmission. Und um die zweite kümmern wir uns natürlich im nächsten Part. Und es ist natürlich klar, da geht's gegen Palkia. Und wo das stattfindet, das wird Palkia quasi entscheiden. Und das sehen wir dann entsprechend dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.